Guten Tag. Das wird ein kommentiertes Video aus einem Matchmaking bei eSportl und damit gebe ich preis, wie meine Emotionen und weiteres hier verlaufen sind. Kurz vorab, das ist ein Video, was lediglich aus Spaßkommentaren besteht. Dementsprechend nimmt es bitte nicht zu ernst. Und nun viel Spaß mit dem Video. In diesem Game spielt Guni und der liebe Mario mit und anscheinend namens sogar ein kleines Team, was aus zwei Spielern besteht. Einmal der Max Gehr und ein Namen, dessen Namen nicht genannt werden darf, beziehungsweise kann ich diesen Namen nicht aussprechen. Und wir spielen auf der Map Overspaß. Genau das wird's nämlich auch. Die Warm-Up-Time ist natürlich für den Strigi immer sehr dominierend, wo er natürlich in kleinster Expertise zeigt, wie er von den Gegnern den Brustkorb zertrümmern kann und seriös und fokussiert das Warm-Up natürlich beenden kann. Allerdings bemerke ich diese Person hinter mir nicht. Genug geschwitzt, ich beginne diese Runde mit einem wunderschönen Kampfschrei meinerseits, um die Motivation reinzukriegen. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Motiviert wie ich bin, versuche ich natürlich die Knife-Runde für uns zu behalten, aber wie wir schnell bemerken, haben die Gegner keine Lust auf uns. Schnell bemerke ich die Inkompetenz meiner Mitspieler, besonders von unseren Randoms. Mario, Alter, du hast mir so den Rücken gegeben. Nun gut, die Gegner entscheiden sich für die CT-Side und meine inkompetenten Mitspieler fragen mich dummerweise nach einem sehr kompetenten Plan. Plan? Ja, wollen wir was Geiles spielen? Aus. Oh ja. Ersten beiden Short durch, die letzten drei lang. Die Winning-Taktik wird gecallt und natürlich beruht dies auf Verständnis der Mitspieler. Leider macht sich sehr, sehr schnell bemerkbar, dass die Verwirrung direkt schon am Anfang losgeht. 3B, mindestens. Krieg noch von links CT. Alle am Pillar, Jungle. Was ist Jungle? Ja, aber warum guckst du auch nicht noch Connector, Digi? Bei der Zeit, es kommt immer einer Connector. Ich versuche mein Knowledge-Wissen natürlich weiterzugeben und attackiere meinen eigenen Mitspieler mit seinen Fehlern, die er in dieser Situation getan hat, mit einer Mollo zu CT und dann nicht nach links zu gucken. Also das wäre nochmal das Minimum, da einen Watch hinzubringen. Verfehlt. Wir haben es so verkackt, ich stand auf Scheiße, hab wieder von CT gekriegt, weil ich so offen stand wie so ein Joint-Tor. Geil. Die erste Runde ist also weg und ich versuche mit meinem wunderschönen Fokus, den ich in der Zeit noch geil, hatte, natürlich noch nötig Damage zu machen und vielleicht sogar die zweite Runde für uns zu gewinnen. Da ich dann über Playground gehe, um somit ein paar Frags zu ziehen, habe ich natürlich das Luck auf meiner Seite und ziehe somit auch den ersten Frag. Der erste Frag ist da und ich merke schnell, wie Connector. Die russische Empfangsdamen einfach mal in die Scout im Connector reinrennen, was natürlich mein Filmfaktor halt immens steigert. Hast du was schon sehe, Alter? Da muss ich doch gleich mal gucken. Das ist ja gar nichts mehr. 60 Connector. Und glaub mir, aus dieser Runde ist einfach nichts mehr raus. Pascha, danke für deine 200 Bits, Mann. Hier ist alles ein Event mal nicht gewonnen. Rein und sehe ich den Sunny 31er und den Deo-Roller. Danke, Pascha. Sehr, sehr vielen Dank. Ich versuche in der dritten Runde mit meiner Brechstangentaktik natürlich ein paar Frags zu ziehen. Versuche die Smoke gekonnt mit der Flash hinterher zu ziehen und damit Short abzuaimen. Und da ich merke, okay, unten im Connector ist was los, versuche ich natürlich die Situation schnell zu klären. Eine Toilette? Wie lang? In der Toilette. Man merkt anhand meines Blickes, dass mein Fokus überdimensional konzentriert auf die Gegner ist. Lang. Und hinten, Connector. Lang. Von hinten. Short. Wie kann man so flashen? Einer steht noch Zeit irgendwo. Ein kompletter Fokus wurde genommen. Durch diese Flash war ich blinder als ein Neugeborenes und hatte keine Chance, meinen Fokus weiterzusetzen. Der Tiltfaktor steigt. Meine Konfidenz liegt nicht mehr im Sinne des Teams. Hier links Klos steht, glaube ich, einer. Ne, das ist down. Container. Diese Runde war weg.
Ich äußere mich in einer dezenten Art und Weise bei meinen Teammates und in der Frage, wie ein Kiezkellner diesen Spielzug. Wer hat denn gerade... Max Gehr, wie kann man so eine Flash werfen, wenn ich on fire bin und durch bin? Da, ey, Alter, da geht mein Blutdruck richtig geil hoch. Ich stehe doch schon davor. Ich hab doch schon alles getan. Und dann kommt er mir so. Sowas kann ich erleiden. So eine Scheiße. So eine Ficke, ey. Den würde ich am liebsten... Was ist los mit dem Pisser? Ja, so eine Flash, die ist so unnütz. Ich bin doch schon da. Ich bin da. Ich hau zwei Leute, hau ich da weg, Alter. Bin lang durch. Hab die Möglichkeit, da volle Kanne reinzurasen. Und er flasht, Bruder. Er flasht. Du flasht, Max. Was ist los mit dem? 2574 Stunden und der flasht. Bruder, was ist los mit dem? Pascha, danke für deine 45 Bits. Ich versuche, meinen Hass durch mein Lachen zu kompensieren und lasse all den Hass bei meinen Teammates aus. Steh. Chat, macht euch da einen Begriff! Der flasht! Connector, geboostet. Small Connector. Toilets. Toilets. Die Gedanke, Connector. Alter, was ist los bei dir? Connector ist down. Es muss also ein Plan her. Fünf Mates, die ein Leben lang das schnellste Ende bei Tetris gefunden haben, lagen nun unter meiner Obhut. Doch schnell bemerke ich, dass die Informationsgrundlage nicht gegeben ist. Er redet nicht mit mir. Könnten schnell. Ich versuche, dem Elend ein Ende zu bereiten und versuche, mit einer Highskill-Performance die Runde zu holen. Planet Default. Einer ist noch CT. Ist scoped. Natürlich hat mein Mate nur eine Aufgabe, seine Seite zu sichern. Doch wie eine bayerische Bergziege rührt er sich nicht und lässt die Gegner in jeder Hinsicht machen. Und Max redet nicht! Diese Max... Max... Max! Eine anzunehmen winbare Runde wurde durch den Hass von Guni komplett gestrichen. Auch er hatte seinen Spielspaß erreicht. Ach, das ist doch so dumm, diese hässliche Aug, Alter. Toilets. Er ist halt wirklich. Wenn Leute nicht reden, ey, ich könnte kotzen, der gibt uns, könnte uns jede Information seinen Vater geben, Alter. Und er gibt eine gute Nate, Bruder. Die ist, glaube ich, für, ich weiß nicht, für die oberen Haarzonen. Schnell bemerke ich durch die Nates der Randoms, dass die Erfahrung weit über meiner reichte. Trotz allem kommt es zum Bombenplan und die Runde scheint gewonnen. Max, tu jetzt irgendwas. Heaven. Ja, ist halt so. Und jetzt face der Gegner AWP rein. Der Typ, der ist es. Mag Max. Max macht das Spiel einfach umso besser. Wasser! Nice. Mann, dann kommt sowas. Spoiler-Alarm. Wir gewinnen die Runde nicht. Durch die zielgesetzten Fracks bin ich im Glauben, diese Runde zu gewinnen. Doch das hochentwickelte Duo aus Random und Clutchmaster bringt keine Erleichterung ins Spiel. Letzter Heaven. Nee, auf Heaven. Ich habe schon gespoilert. Eine viel zu frühe Molle und ein viel zu nervöser Clutchmaster bringen für die CTs in einem 2-on-1 die fünfte Runde. Viel zu früh. Läuft der... Mayo Allah! Was war denn das? Ja, das ist. Was war da los? Was war da los? Erklärungsnot herrscht. Durch. 5-0. Kriegen wir hin. Das sollte auch meine letzte Motivation in dem Spiel bleiben. Da wir in einer Konstellation aus Schweinepriestern nicht mehr rausholen konnten, ein komplettes Chaos an Teammates und Fail-Aims. Doch ich hatte meinen Höhepunkt.
Das war er dann auch. Lang steht dieser hässliche M4. Ja, dann pickt er doch nicht jede Runde, Digi. Leider verlierten wir jede Runde. Und zur Krönung bemerkte ich, dass mein Feuerzeug für meine Entspannungsdampfe nicht mehr ging. Das war dann auch der Höhepunkt meiner Karriere. Oh oh. Nein. Nein. Verzweifelt suchte ich nach etwas Flammbarem. Ja, ja. Ich glaube, die reden da auch selber nicht miteinander. Nein. Was passiert, Mann? Mein Feuerzeug ist leer. Mein Leben hatte ab diesem Zeitpunkt einfach keinen Sinn mehr. Endlose Runden, Loss, meine Beruhigungstherapie ohne Feuer. Ich fühlte mich wie ein zusammengeknülltes Klopapierstück, was den Abtritt in die Weiten der Kanalisation machte. Blind vor Sucht ließ ich das Spiel einfach Spiel sein. Der 60. Noch einer Connector. Die Runden gingen schneller rum als eine Achterbahnfahrt. Jede Chance war uns verwehrt. Runde für Runde war nicht mehr rauszuholen als zu verlieren, doch ich hatte in der Zeit einen Feuerspucker gefunden, der aus Moskau direkt hergekommen ist, um meine Therapie zu helfen. Oh, leck mich, ey. Bei der ohnehin schon misslichen Lage kam auch noch Messerstecher Joe aus der sibirischen Savanne zum Vorschein. Nein! Nimm dich halt überhaupt nicht ernst. Nee, überhaupt. Nach so einem grandiosen Klick nimm die dich einfach gar nicht mehr ernst. Halt, also der Max soll aufgeben. Wieso? Hat er gesagt? Nee, Vote gestartet. Hm? Der hat einen Vote gestartet. Hö, hab ich gerade gesehen. Shit, Max, hast du gerade gevotet, Diggi? Meine Mitspieler teilten mir mit, dass der Random für Surrender gevotet hat, was die Situation nicht besser machte. Ich hinterfragte dies, doch ich bekam keine Antwort. Ihr werdet nie weiter als MM kommen. Meine Gewaltbereitschaft für die Randoms ist mehr als blutrünstig. Wie sie mich aufregen, die beiden. Sie regen mich einfach auf, weil sie da sind. Das ist so nervig, ey. Ich würde am liebsten würde ich reinstechen den ganzen Tag. Kannst halt nichts machen, du kannst nicht mal ein Go machen, das ist reingedaddelt. Nach der Niederlage von 15 Runden versuche ich mein Team ein letztes Mal zu motivieren. Ja, sagt am besten noch nicht, wo ihr hingeht. Macht, was ihr wollt. Wir haben natürlich in dem Match schwach angefangen und sehr stark nachgelassen. Mitte 2 Shot. Schön. Side, einer A-Side. Lang. So. Conny, ein 16-0 könntest du verhindern. Oder auch nicht. So ein Match ist natürlich mehr als motivierend und ich lasse meinen Randoms ein Lob als Reporter. Schlechtes Benehmen. Wieso spielt so etwas auf dieser Plattform mit einem Team-Logo und wollt einfach mal nichts penetrant und uneinsichtig. Penetrant. Genauso wie verschenkter Platz auf dieser Plattform. Tja, und das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bedenkt bitte, alles hier Genannte ist nur Spaß. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Danke!